Ja, natürlich ist es schade, wenn du 2-0 zurückliegst, kommst zurück und ich denke, wenn es länger 2-2 steht, dann gewinnen wir das Spiel dort noch. Ne? Insofern war es ärgerlich. Allerdings ist Cottbus für mich eine Mannschaft, die eigentlich im oberen Drittel anzusehen ist. Und ich denke, es gibt auch wieder Selbstvertrauen, dass so eine Mannschaft über weite Strecken des Spiels trotzdem beherrscht hast für ein Auswärtsspiel. Wir hatten eine Schwächephase vielleicht letztens nach einem 1-0, 15 Minuten vor der Halbzeit, aber ansonsten fand ich, war ein sehr gutes Spiel. Und ich denke, ich nehme da eher das Positive mit. Ja, auf jeden Fall. FCK ist schon ein besonderer Verein. Bei uns in der Region ist eigentlich so ziemlich jeder Kaiserslautern-Fan. Habe da auch 2 tolle Jahre gehabt mit dem Aufstieg damals in die erste Liga, was eine tolle Zeit war. Und natürlich freut man sich dann, wenn man gegen einen Ex-Club spielt. Und gerade Kaiserslautern ist da schon was ganz Besonderes für mich. Aber es sind auch nicht mehr so viele Spieler da, die ich kenne. Insofern. Es war nur eine Frage der Zeit, wann sie ins Rollen kommen, weil sie zusammen mit dem 1. FC Köln den besten Kader in der Liga haben. Und irgendwann bleibt es gar nicht aus, dass die Jungs anfangen, vernünftig Fußball zu spielen und dann auch Ergebnisse einzufahren. Seit dem Trainerwechsel machen sie das jetzt. Und wir müssen einen großen Fight abliefern, wenn wir eine Chance haben wollen. Ich sage mal so, vom Zeitpunkt ging jetzt von dem Spiel. Hätte es einen besseren geben können. Ne? Vor 2, 3 Wochen wäre es, glaube ich, ein bisschen besser gewesen, gegen die zu spielen. Wir sind ja jetzt durch den Trainerwechsel richtig in Fahrt gekommen, haben in Köln schon gut gespielt, jetzt 60-3-0 gewonnen. Ne? Also die haben natürlich Aufwind, gehören von der Truppe her für mich sowieso zu den Aufstiegsfavoriten, also wirklich absolute Aufstiegsfavoriten und wird ein schwieriges Spiel. Aber ich freue mich drauf, Flutlicht, Schüko Arena, bei unseren tollen Fans und da ist alles möglich. Verletzungssorgen haben wir eigentlich wenig. Ja, Hiller ist noch nicht so weit. Das wird für Freitag nicht reichen. Muss man wahrscheinlich mit klarkommen. Bei Tim Jerath haben wir ein kleines Problem. Verhärtung in der Wade, aber das kriegen wir auch hin. Ja, das auf jeden Fall. Ne? Wir haben dann das Wochenende benutzt, um zu regenerieren. Bisher waren jetzt auch keine größten Reize in der Trainingswoche wie vielleicht sonst. Also es ist, denke ich, wieder gut dosiert. Macht unser Trainer und der Trainerteam auch immer ganz gut. Also von daher bin ich mir sicher, dass wir bis Freitagabend topfit dastehen werden. Wir dürfen nicht den Fehler machen, uns durch den wirklich sehr guten Saisonstart, über den freue ich mich auch und alles ist gut bis jetzt. Wir dürfen aber nicht den Fehler machen, dadurch den Blick für die Realitäten zu verlieren. Wir sind Aufsteiger mit dem kleinsten Etat in der zweiten Liga und wir können nicht davon ausgehen, dass wir jedes Spiel dominieren in der Liga und dass wir in unserer Entwicklung auch mal Rückschläge einstecken müssen. Das ist das Normalste von der Welt. Das ist das Normalste von der Welt und für uns ist es eben nichts Normales gegen Kaiserslautern zu spielen, sondern das ist was Besonderes. Und die Stimmung muss ins Stadion rein, die Stimmung muss in die Mannschaft rein und dann haben wir eine Chance. Und wenn wir nicht ans Limit kommen als Mannschaft und nur 90% abliefern, dann haben wir gegen so eine gute Mannschaft keine Chance. Das muss einfach jedem bewusst sein. Wir sind auf dem Weg, wir sind auf einem guten Weg, aber immer schön kleine Brötchen backen. Und ich warne davor, Erwartungen irgendwie zu kreieren, die nachher nicht erfüllbar sind, sondern wir müssen auf dem Teppich bleiben. Wir sind auf einem guten Entwicklungsweg, aber mehr auch nicht. Und da wollen wir aber am Freitagabend den nächsten Schritt machen. Ja, also ich freue mich immer, ich spiele am liebsten abends und da ist einfach, finde ich, die Stimmung noch intensiver. Und wie gesagt, wir haben tolle Fans, das haben sie auch schon wirklich in den letzten 2, 3 Jahren, seit ich hier bin, immer wieder unter Beweis gestellt. Von daher freue ich mich drauf und ich denke, da ist wirklich was möglich. Freitagabend, Flutlicht an, los geht's. Bielefeld, Kaiserslautern, ja, wie geil ist das denn? Alter, da muss sich doch jeder drauf freuen. Und das ist eine Riesenherausforderung, da wieder zu bestehen. Und wir werden einen großen Fight abliefern, da bin ich mir ganz sicher, was dabei rauskommt. Sehen wir Da ist immer alles möglich. Ja.